So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Der Ditchen ist natürlich immer noch nicht da. Ich habe aber noch nicht wieder geguckt in WhatsApp, ob der geschrieben hat oder die Celine geschrieben hat. Wir sind jetzt hier in der dreckigen Gasse wie beim letzten Mal. Gucken uns mal kurz die Aufgaben an. Verdiene ein Bonbon durch Spazieren mit deinem Kumpel. Fange 3 Pokémon mit Wetterverstärkung und ein Pokémon vom Typ Feuer. Haben wir hier Feuer irgendwo? Ein Flemli sitzt da an der Ecke. Da laufen wir jetzt erstmal hin. Beim Geronimatz weiß ich gar nicht, das habe ich drin, das heißt Sabrina. Weil das von Sabrina getauscht war und ein Lucky Geronimatz ist, damit ich den Lucky-Eintrag habe. Und da brauche ich jetzt 50 Bonbons, dass ich das entwickeln kann. Das lassen wir einfach drin. 1,3 von 2,5 passt. Wir suchen uns das Flemli und melden uns zurück. So, hier müsste irgendwo, da ist es gerade aufgetaucht, das Flemli. Hier seht ihr auch Farbpalette an der Hausfassade. Das ist hier oben irgendwo. Zack. So sieht das aus. Endlich mal ein richtiger Stop. Da freue ich mich doch. Jetzt können wir das Flemli mitnehmen. Das ist dann das Feuer-Pokémon. Dann braucht man natürlich noch ein wettergeboostetes. 2 Stück habe ich auf dem Weg hierher schon gefangen. Ich habe gesehen, Sengo ist zum Beispiel wettergeboostet. Vielleicht können wir Sengo als drittes nehmen. Ich stelle mich mal ein Stück hier rüber, dass ich nicht so an der... Digga, mach keinen Scheiß. Nicht, dass das abhaut. Dass ich nicht so an der Straße stehe. Da sind die Autos nämlich dann immer so laut. Dann müsste man theoretisch nur noch laufen, bis der Buddy das Bonbon gefunden hat. Dann sind wir damit auch fertig. So, hier Wetterboost, brauchen wir noch eins. Sengo ist das einzigste mit Wetterboost, was gerade hier sitzt. Nehmen wir das auf jeden Fall noch mit. Immer schön mit dem Hyperball fangen. Dann müsst ihr auch nicht 20 Mal werfen, da ist fast alles beim ersten Mal drin. Wenn ihr natürlich welche habt. Ich schmeiße jeden Abend immer so 150 Stück weg, weil mein Beutel immer zu voll ist. Und dann schmeiße ich auch immer alle blauen weg, die brauche ich eigentlich gar nicht. Die roten immer für einen Klicker, die gelben zum Fangen am Z-Day und so. So, wir laufen jetzt noch mit dem Geronimatz. 1,4 von 2,5 und melden uns zurück, wenn der sein Bonbon gefunden hat. So, die Enttäuschung ist natürlich groß. Ihr seht, die Aufgabe ist nicht erfüllt, ist nicht abgeschlossen, aber ich bin gelaufen, es stande 0,1 da von 2,5, es hat also die 2,5 überschritten, eigentlich hätte es ein Bonbon dafür geben müssen, eigentlich hätte es dazu zählen müssen, jetzt ist es plötzlich wieder bei 0 von 2,5, ich habe keine Ahnung, warum das nicht gezählt hat, ich habe es jetzt auch nochmal neu gestartet, soll das wirklich heißen? Man muss mit dem Buddy spielen oder den füttern, damit er auf der Karte erscheint. Und man muss auf der Karte mit ihm einen Bonbon erlaufen. Ich meine, geht zusammen spazieren. Da müsst ihr zusammen auf der Karte rumlaufen, okay. Aber geh mit deinem Kumpel spazieren. So, das hat immer geklappt. Das gab es schon vor dem richtigen Buddy-Feature. Wusstet ihr ja, wenn ihr einen Kumpel ausgewählt habt. Egal wie ihr euch bewegt, es zählt immer ein Bonbon dazu irgendwann. Dass es jetzt kein Bonbon dazu gezählt hat, obwohl die Kilometer voll sind, ist für mich unbegreiflich. Da geht die Welt unter, das sage ich dir. Ich habe jetzt nur die Möglichkeit, nochmal 2,5 Kilometer zu laufen mit Geronimatz. Diesmal aber, wenn ich ihn vorher gefüttert habe, dass er mit auf der Karte ist. Und wenn er auf der Karte ist und direkt neben mir läuft und dann diese 2,5 Kilometer erläuft, die das Bonbon braucht, zu sehen, ob es dann funktioniert. Alternativ könnte ich wahrscheinlich jetzt einfach nur einen Carpador reinmachen. Dann bräuchte das nämlich nur 500 Meter statt 1 Kilometer. Aber ich will ja Geronimatz-Bonbons haben. Also lassen wir das Geronimatz drin. Spielen aber mal damit, das seht ihr auch hier, das seht ihr auch mal die verkrüppelte Wand, wo ihr gerade drauf steht hier, so sieht das jetzt aus, zack, keine Ahnung, eigentlich müsste es auch so gehen, eigentlich müsste es auch ohne Buddy gehen, aber vielleicht ist das wieder ein Bug, vielleicht muss ich noch 100 Meter laufen, aber es war ja schon 100 Meter drüber und hat sich aktualisiert, ich hole das Geronimatz jetzt auf jeden Fall mal auf die Karte.
streicheln sie auch noch ein bisschen. Ja, da freust du dich, du kleiner Gräbel. Und jetzt mit Geronimatz auf der Karte laufen wir nochmal. Sabrina und ich sind gute Kumpel, das ist aber schön. Mit dem Geronimatz auf jeden Fall laufen wir nochmal 2,5 Kilometer für ein Bonbon und gucken dann, ob die Aufgabe fertig ist. Pass auf, ich habe jetzt auf jeden Fall den Fehler gefunden. Es ist nämlich ganz einfach, der Ramses ist schon wieder doof. Ich habe jetzt hier ein Shiny Carver dort drin, wie ihr seht. Der ist auch jetzt 500 Meter nochmal gelaufen, hat einen Bonbon gefunden. Die Aufgabe ist auch fertig und es ging nicht, weil bei Geronimatz war das maximal... aber dann verstehe ich nicht. Nee, ich wollte sagen, bei Geronimatz war das Maximum an Bonbons, was er finden kann, erreicht. Für die, die das noch nicht wussten, da gibt es ja eigentlich immer ein Maximum, was man finden kann. Und wenn das voll ist, findet er einfach keine weiteren Bonbons. Aber ich dachte, das gilt dann komplett für den Tag und es ist egal, was sie reinnehmen, dass dann niemand mehr was finden kann. Also eigentlich kann das auch nicht sein, weil dann hätte Carbador jetzt ja auch kein Bonbon gefunden. Sonst könntet ihr ja das Maximum bei dem einen machen, bei dem nächsten, bei dem wieder nächsten. Aber ich dachte generell, mit dem Buddy kann man nur so und so viel laufen. Der ist nämlich über Nacht gelaufen und deswegen, für alle, die sich jetzt fragen, hä, wie macht man das denn über Nacht? Da gibt es 1000 Wege. Manche haben ja auch so eine Handyschaukel, wofür ich immer noch keine Werbung gemacht habe. Aber egal, die brüten so auch Eier aus. Andere machen das halt einfach ohne Handyschaukel. Jetzt habe ich das probiert, habe das Carver da rein und es hat direkt einen Bonbon gefunden. Also woran es jetzt im Endeffekt lag, weiß ich nun doch nicht. Auf jeden Fall haben wir hier noch 3 Pokémon-Belohnungen, die wir abholen können. Ein Knacklion. Da braucht man keine Bonbons, könnte man natürlich mit gelber Beere fangen. Machen wir aber trotzdem nicht. Eigentlich... Bevor ich meinen Arm hier drauf stütze, hätte ich auch einfach die Kamera hier abstellen können. Wir bewerten es auf jeden Fall mal, aber wir werden keine gelbe Beere da drauf knallen. Ich habe zwar das Libeldra oder was das ist, immer mal für PvP benutzt am Anfang, weil das sehr gut die Schilde rauslocken konnte. Ist aber eh schlecht, also egal, braucht man nicht. Was haben wir hier drin? Ein Kindwurm. Kindwurm ist schon cooler. Dann nehmen wir sogar mal eine gelbe Beere. Habe ich ja damals am C-Day mein Shiny Brudalanda mit C-Day-Attacke im Lucky Trade mit Pupsi getauscht und sie ihr's mit mir und es ist einfach ein 100% Shiny Lucky Brudalanda mit C-Day-Attacke geworden. Das war auf jeden Fall richtig genial damals. Das bewährt mal, gucken hier mal drauf, ist aber auch nicht so die Wucht. Und jetzt kommt der Endboss, guckt euch den an. Mit, der hat, das ist ein, na, schreibt's mir in die Kommentare, was ihr denkt, ein Kamerupt. Und Kamerupt ist ja angeblich auch für die Go Battle League eine sehr feine Sache, gerade auch durch diese Pflanzenattacken, was der da alles machen kann. Ich stelle mich trotzdem mal jetzt hier breitbeinig hin, dass wir das Kamerupt ordentlich fangen können. Schade, das hätte ja ein Elfmeter sein können. Ditchen ist auf jeden Fall immer noch nicht da. Ich habe gesagt, spätestens um 12 wäre es gut, wenn er eintrudelt. Jetzt ist gleich um 3. Deswegen braucht er heute auch nicht mehr kommen. Alter, 100% Kamerupt. Gut, da machen wir mal ein 100% Korrupt. Da machen wir mal ein Sternchen dran. Können da ja mal ranschreiben. 100. Ich schreibe einfach 1000 dran. Weil da gerade eine 1000 stand, so ist es noch verwirrender. Ne, Pupsi kommt da gerade auf jeden Fall. Wir wollen noch mal heute Paprika-Rahmschnitzel machen mit diesen Twister-Pommes. Und dann hat er halt Pech. Vielleicht ist er ja am Rauchtag dabei, beim Rauch-Event wie beim letzten Mal. Das wäre natürlich cool, aber ich kann ihn ja nicht dazu zwingen. Das posten wir dann mal in die Gruppe, wenn wir soweit sind. Sind jetzt bei 5 von 9. Das heißt, wir brauchen ein Pokémon vom Typ Normal. 3 Power-Ups, 3 großartige Würfe. Wir, da sitzt ein Eneko. Shiny, ihr wisst Bescheid. Das ist auf jeden Fall ein Typ Normal, den können wir hier mitnehmen. Können da auch gleich noch einen großartigen Wurf machen. Dann suche ich mal kurz noch was, beziehungsweise, pff, was heißt hier suchen? Ich kann euch einfach mitnehmen. Wir laufen einfach über den Markt, machen das alles jetzt live hier. Ein Typ Normal haben wir auf jeden Fall schon. Pandimos ist auch cool.
also zum Fangen und zum Werfen. Das hat ja so einen dicken, fetten, roten Kreis. Jetzt war er orange. Da können wir auch gut großartig werfen. Es müsste ja noch nicht mal ein Curveball sein. Ich mache trotzdem Curveball. Sonst würde ich mit dem Daumen wahrscheinlich gar nicht bis hinkommen. Müssen die jetzt hintereinander sein? Nee, die müssen auch nicht hintereinander sein. Das heißt, wir können uns... Hier sitzt noch ein Ineco. Immer jedes Ineco andrücken, ihr wisst. Shiny Jagd. Dann können wir wieder drei Power-Ups ins Darkrai geben. Dann ist das Kapitel eigentlich auch fertig. Laufen wir zum Brunnen. Eins brauche ich nämlich noch. Habe jetzt leider keinen großartig getroffen. Wir nehmen einfach hier den dicken. Bei dem trifft man nämlich auch, wie beim Pandimos. Das ist wahrscheinlich bei den Kontinentalen immer so. Die sind fett und gut zu schießen. Schön, dass das Auto mich nicht überfahren hat. Hier ist der Brunnen. Ne? Können wir mal kurz hier gucken. Mitten auf dem Marktplatz. Falls euch das interessiert. Hier Marktplatz, da Brunnen. Da bin ich damals mit dem ISWO immer reingesprungen. Beim auf die dicken Video. Ich weiß gar nicht, ob ich das auf meinen Kanal geladen habe. Oder ob das nur bei ihm ist. Theoretisch könnte ich es ja vielleicht auch mal bei mir mit hochladen. Oder wer das Video noch gar nicht kennt, guckt es euch mal an auf die dicken. Vielleicht habe ich hier einen Ausschnitt auch reingeschnitten. Bringt ein Bier hoch, es ist wieder auf die dicken, auf die dicken, auf die dicken. Mann, du brauchst dich auch zu flicken. Wir haben viel Durst, also wieder auf die dicken, auf die dicken, auf die dicken. Wo sind deine Prosetippen? Hinter ein Bier hoch, es ist wieder auf die dicken, auf die dicken, auf die dicken. Mann, du brauchst dich auch zu flicken. Wir haben viel Durst, also wieder auf die dicken, auf die dicken, auf die dicken. Wo sind deine Prosetippen? So, ach so, drei Power-Ups haben wir noch. Da knien wir uns mal hier hin. Ihr seht, ganz Hiebuhausen ist einfach nur eine Location, wo man die Kamera abstellen kann. Dark, Rai, 1, 2, 3, 12 Bonbons. Der wächst auf jeden Fall, jetzt ist er schon bei 3100. Den nehme ich immer zum Pushen, wenn ich mal was zu pushen habe. Jetzt können wir hier noch abholen. Einmal Bälle, einmal Sternstaub, eine Belohnung. Ein Ninja-Tom. Das ist auf jeden Fall cool, also das ist auf jeden Fall seltener. Das heißt, beim Ninja-Tom nehmen wir auch mal die gelbe Beere. Jetzt rennt es da drüben rum. Jetzt ist es wieder in der Mitte. Laufen einfach mal hier die Gasse vor zur Post. Irgendwie laufe ich immer zu denselben Weg. Hiwu ist halt nicht so groß, es ist ein Kreis und das war's. Und dann bin ich gespannt, was aus der Endbelohnung von dem Kapitel rauskommt. Das bewerten wir auch mal. Vielleicht haben wir... Oh, ein 96er. Leider kein 100er. 96er tut's auch. Machen wir mal ein Sternchen dran. Gucken mal. Ne, wir gucken erstmal auf das Pikachu. Nichts. Aber... Kapitelbelohnung. Eine Sananabeere, zwei Himbeeren und ein Bummels. Hätten sie wenigstens ein Moontier reinpacken können, oder? Bummelt sieht aber lustig aus. Haben viele gefeiert. Viele wollten, dass das ins Spiel kommt unbedingt. Jetzt ist es da und liegt faul rum. Das habt ihr jetzt davon. So. Den noch mitgenommen. Muss ich mal gucken, wer alles hier rumläuft. Nicht, dass ich schlechte Laune kriege. Manche Leute möchte man nicht sehen. So, das nix. Wunderbar. Dann können wir direkt ins nächste Kapitel gehen. Ein Pokémon vom Typ Wasser, Elektro oder Käfer kämpfe gegen einen anderen Trainer und ein Pokémon vom Typ Flug. Ich laufe mal ein Stück, wir richten mal das andere Handy ein, machen mal kurz einen Kampf oder sprechen mal in der Gruppe ab, ob jemand Zeit hat, kurz einen Kampf zu machen. So, jetzt haben wir was ganz Besonderes. Steinzeug möchte kämpfen. Ich habe die Sabrina nämlich gefragt, ob sie Bock hat, mal zu kämpfen. Jetzt habe ich natürlich ein schönes Team. Ich habe mit dem Team noch nie in der Superliga gekämpft. Die letzte Zeit habe ich ja nur die Meisterliga gemacht. Ich bin mal gespannt, was sie so hat, was sie so einsetzt. Cresselia, keine Ahnung. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche drei Pokémon ich habe. Wir hauen einfach mal drauf. Nicht sehr effektiv, nicht sehr effektiv. Das ist doch schön. So kann der Kampf ruhig gehen.
Ja, dann würde ich jetzt aber auch nicht wechseln, weil wenn ich jetzt wechsle, dann haut sie mir bestimmt voll eins rein. Und so nimmt sie ja wenigstens gar nicht so viel Schaden. Ich weiß natürlich nicht, was sie noch hat. Ich lasse ihr es auch einfach mal durchgehen. Mal gucken, was passiert. Ich kenne ihre Attacken nicht. Mondgewalt! Da hat sie auf jeden Fall mich besser erwischt. Jetzt sinkt auch noch mein Angriff. Dafür machen wir jetzt mal Blitz. Weil wir sind ja schlau, denn sie wehrt ja nichts ab. Vielleicht lässt sie den durchgehen und der knallt auch ordentlich rein. Ne, knallt er nicht. Bei der nächsten Mondgewalt sind wir wahrscheinlich tot. Das heißt, wir schilden trotzdem einmal. Ich glaube, sie hat in der Superliga bestimmt schon wieder 300 Kämpfe. Ich habe in der letzten Saison habe ich vielleicht 110 Kämpfe gehabt oder so. Und so 60 Stück gewonnen. Und sie einfach mal so, bam, 600 Kämpfe oder irgendwas. Also ich glaube, sie ist da sehr aktiv. Das heißt, sie kennt sich bestimmt auch richtig gut aus. Im Gegensatz zu mir. Ich habe nur einfach mal geguckt nach der Tierlist. Habe gedacht, okay, das sollen die Besten sein. Tust du die mal rein. Aber ich habe, wie gesagt, noch nicht damit gekämpft. Ich habe also keine Ahnung. Jetzt nimmt sie sicherlich. Das wäre dumm, wenn ich das jetzt abwehre. Das lasse ich durchgehen. Hoffe, dass der Nächste ihr Cresselia umboxt. Ein Schild müsste sie noch haben, ich aber auch. Wir nehmen mal das dicke Azumarill, weil das hält ja einiges aus. Egal, was sie hat. Es besteht hoffentlich die nächste Attacke. Und solange kann ich ein bisschen... Nein. Und jetzt... Wir frieren es einfach mal ein und gucken, was passiert. Wenn nicht, machen wir danach Knuddler. Denn wenn man keine Ahnung hat, probiert man einfach aus und sieht dann, was effektiv ist und was nicht effektiv ist. Das war auf jeden Fall nichts. Lass uns mal durchgehen. Vielleicht hat sie ja auch Knuddler. Dann sehe ich schon, ob das richtig abzieht. Das ist auf jeden Fall stärker. Das heißt, wir machen ab jetzt auch Knuddler. Können wir sie erstmal hier überraschen. Oh, aber gerade bei diesem Fee-Zeugs habe ich immer die Probleme, diese Dinger zu treffen. Das nervt mich am meisten. Ich bin momentan noch ein Stück vorne. Das heißt, ich kann jetzt den wenigstens abwehren. Und dann nochmal Knuddler drauf machen, hoffe ich. Dann ist ihr letztes Schild auch weg. Oder sie ist tot. Aber ich habe natürlich nichts mehr. Was macht man denn gegen Mundtier? Keine Ahnung. Ich habe noch einen Altaria, aber sie hat noch gesagt, streng dich an, ja. Gegnerische Attacke, jetzt sieht es schlecht aus. Und dann hat sie auch noch ihren Move wahrscheinlich beim Azumarill voll gemacht. Das heißt, wenn sie wieder reinkommt, geht's bam und dann war's das mit mir. Egal, wir ziehen ja einfach durch bis zum bitteren Ende. Es ist keine Schande, gegen Sabrina zu verlieren. Ich habe es natürlich nicht geschafft. Nochmal meinen Move zu machen. Bin jetzt auch weg. Habe jetzt noch eins. Mal gucken, wie weit ich mit dem komme. Drachenpuls, Himmelsfeger. Wir hauen einfach drauf, was jetzt zuerst voll ist. Aber sie ist schon wieder da. Das gibt's nicht. Dieser blöde Busch hier, ey, der gehört dazu. Nochmal Bodyslam, aber ich flieg. Wie will der denn von oben auf mich drauf springen, wenn der fliegt? Das geht gar nicht. Flug ist genauso komisch, finde ich. Da treffe ich auch immer sehr schlecht. Die Folge hier, 90% Kampf und der Rest ist einfach schon so gewesen, wie es war. So, fertig. Jetzt würde ich sogar mal mit Drachen... Ach nee, komm, wir machen wieder Himmelsfeger, weil... Der ist schneller voll. Wenn sie jetzt Eis hat, ist das, glaube ich, für mich auch böse. Weil ich fliege ja, wenn sie Eis hat, dann war es das mit mir. So ein bisschen Energie hat sie noch, aber sie macht ihren Move, ich glaube... Das war's jetzt. Ja, Eisstrahl, sehr effektiv und dann bin ich weg. Und die Zeit ist auch noch abgelaufen. Ah, gut gekämpft, Sabrina, sehr schön. Und einen Sinostein bekommen, das lohnt sich doch schon wieder. Gut, das lassen wir, wir machen jetzt nichts mehr. Wir gucken aber mal hier aus dem Gebüsch raus. Eben habe ich nämlich in der Überblendung, bevor ich hier rein bin, das Pikachu gefangen, deswegen ist die erste Aufgabe auch schon fertig. Jetzt braucht man noch ein Pokémon vom Typ Flug. Da habe ich überhaupt keine Ahnung. Sitzt hier irgendwas rum, was fliegt? Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Hier ist ein Kindwurm. Wir können mal versuchen.
wenn wir das Pokémon hier aus der Belohnung abholen, ob da vielleicht ein Flug-Pokémon drin ist. Nein, da ist ein Absol. Da fangen wir halt das Absol jetzt. Hätte ja auch shiny sein können. Gucken wir, ob wir irgendwo ein Flug-Pokémon finden. Wenn nicht, wieder ein Rocket-Stop suchen oder sowas. Melden uns auf jeden Fall dann bei dem Flug-Pokémon zurück. Und der Sabrina muss ich nochmal schreiben, was sie für ein böser Mensch ist, dass sie den armen Ramses im Video so fertig macht. Nein, ich glaube, wenn ich Tipps brauche, muss ich nicht Schilling Plus gucken, sondern Sabrina Plus, Doppel Plus, wie auch immer. Da kann man sich auch einiges abschauen. Ich denke wirklich, die hat Ahnung von dem, was sie macht. Wir suchen das Flug-Pokémon und melden uns nochmal zurück. So, wir befinden uns hier im Fahrstuhl. Eben habe ich noch gesagt, wo soll ich ein Flug-Pokémon herbekommen. Jetzt saßen hier gleich zwei. Hier ist zum Beispiel ein Wablu. Und kurz neben dem Wablu, wenn wir hier rüberlaufen, war auch noch ein Schwalbini. Aber das ist ja eigentlich egal, wir brauchen ja eigentlich nur das Wablu. Beziehungsweise kann ich mal hier vor wieder an die Stadtverwaltung laufen. Da habe ich früher immer hier gesessen, ne? Habe ich schon mal 10 Handys hingelegt. Konnte ich immer schön gemütlich Raids machen. Jetzt macht man die ja von zu Hause mit 8 Handys. Hier ist auch das Schwalbini, brauchen wir aber nicht. Ich wundere mich eh, wo diese Abstimmung hin ist. Angeblich hätte man noch abstimmen können, was der nächste Z-Day wird, wo auch Rondio dabei war und das ganze Gesocks. Jetzt haben sie einfach das weggelassen, haben Samurzel bestimmt, was ich auch ziemlich komisch finde. Ich habe mich schon übelst auf Rondio gefreut, aber naja, irgendwann kommt sowieso alles. Wir holen mal hier die Bälle noch ab, den Staubnehmer noch mit, gucken mal, was hier in der Belohnung drin ist. Das müsste jetzt also das 6. Kapitel gewesen sein. Das heißt, das war's dann auch. Dann kommt noch 7, 8, 9. Ein Schwalbus. Ist ja typisch, wenn man Flug braucht, dass man am Ende Flug bekommt. Wir fangen das Schwalbus. Vielleicht schaffen wir es bis zur Brücke. Wenn nicht, können wir euch wenigstens auf die Brücke draufstellen. So. Mensch, mach doch die Musik aus. Das Video wird gesperrt. Ist drin im ersten. Im ersten der Drift. Aber nur. Können wir auch noch mal bewerten. So, hab ganz vergessen, mein Bild vom Kamerupt reinzuschicken und anzugeben. Das machen wir dann gleich. Das war's also jetzt. Hier sitzt noch irgendwo ein Pikachu. Drehen den Stopp hier noch. Setzen uns vielleicht noch in die gelbe Arena. Das war's vom Kapitel 6 auf jeden Fall. Wir melden uns Teil 3 wieder mit Kapitel 7, 8 und 9. Wie fandet ihr die Kapitel bisher und die Belohnungen? Habt ihr auch schon einen 100er bekommen? Oder habt ihr einen Shiny bekommen aus der Forschung? Schreibt's mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.